das war für mich tatsächlich total spannend. Also vor allem, weil das natürlich so ein Job war, bei dem ich vorher einfach noch keine Erfahrung gesammelt habe. Also ich war halt immer auf der anderen Seite, auf der Bühne. Und jetzt tatsächlich mal auf diesem Stuhl zu sitzen und so auf seine Meinung zu vertrauen. Und das war total spannend. Also vor allem, weil schlussendlich ist Musik halt Geschmackssache. Das heißt, jeder von uns vier, die da sitzen, hat eine andere Meinung. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Aber schlussendlich war es total toll, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und so tolle Stimmen zu finden. Also ich hoffe, dass ich gleich jetzt noch mehr sehen werde. Ich muss dazu sagen, dass ich der totale Europapark-Fan bin. Und das ist jetzt nicht so gesagt. Das ist tatsächlich, als meine Mama schon mit mir schwanger war, waren wir immer hier. Und dann jedes Jahr, einmal jährlich, waren wir echt hier. Und da ist natürlich das Walliser Dorf immer was Besonderes gewesen, weil man alles irgendwo erkennt. Und irgendwie ist es halt schon heimisch. Und dann das Raclette ist lecker. Und irgendwie fühlt man sich tatsächlich so kitschig, es klingt schon ein bisschen zu Hause. Wir haben ein ganz, ganz schönes Unplugged-Set dabei. Also ich habe meine Jungs dabei und wir werden dann so meine Songs aber halt in Unplugged spielen. Das ist immer etwas für mich sehr Besonderes, weil es gibt keine, wie soll ich sagen, keinen Abstand zwischen den Leuten. Also es ist wirklich sehr leise und cool und entspannt und da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das passt sehr gut. Meine Liebe hier im Europapark, 20 Jahre zu Walliser Dorf, das macht mich natürlich sehr stolz. Also genießt es hier und lebt die Schweiz, ehrlich.